Kann man nochmal auf die Arme, dass man die Arme wirklich einfach, dass ich weniger probierst, auf den Oberkörper zu konzentrieren, sondern einfach auf den Arm, der reindrückt. Michael Altasini und ich kennen uns eigentlich schon lange. Er hat eine riesen Erfahrung. Ist klar, er war 20 Jahre Profi-Velofahrer. Ich weiss, ich bin technisch noch nicht perfekt. Ich weiss, ich bin taktisch. Kann ich sicher noch viel lernen. Hat er ganz spannende Ansätze. Strecke in Tokio. Mit den Voraussetzungen, die ich jetzt habe, kann es wirklich sein, dass ich auf dem Velo die Entscheidung hier anbringen kann, ob ich mir da die Chance habe oder nicht. Und dann ist es wirklich wichtig, dass ich so Tipps abholen kann und dass ich dann arbeiten kann. Das, was ich jetzt gesehen habe, hat es sehr schnell umgesetzt. Und dann glaube ich, da, ja, hat sich etwas gebracht. Es läuft wirklich gut. Ich bin nicht verletzt. Ich merke wirklich, dass ich fitter werde. Ich sehe Fortschritt und dann macht es auch Spass.